Wow. Wartet! Das fängt ja richtig gut an hier. Und schon ist er wieder weg. Sieht so aus, als wäre es diesmal für immer. Na, hoffentlich. Wir wissen nicht, ob sonst noch jemand lebend rausgekommen ist. Aber hier wird es bald von Kaiserlichen wimmeln. Wir verschwinden besser. Ja, alles klar. Meine Schwester Gerdur führt die Mühle in Flusswald, gleich die Straße hoch. Sie wird uns sicher helfen. Sehr gut. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Was? Viel Glück. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Ja, und ich ohne eure nicht. Also warum aufteilen? Boah, ist das schön. Wow. Schmetterling. Ihr solltet mich nach Windhelm begleiten und euch dem Kampf um die Befreiung Himmelsrands anschließen. Jetzt doch? Ihr habt hier und heute das wahre Gesicht des Kaiserreichs gesehen. Hase. Wenn irgendjemand weiß, was das Erscheinen des Drachen bedeutet, dann Ulfric. Schließe dich dem Aufstand der Sturmmäntel an. Boah, was ist das denn? Seht ihr die Ruine da oben? Schwer zu übersehen. Das ist das Ödsturz-Hügelgrab. Ich habe nie verstanden, wie meine Schwester es aushalten kann, im Schatten dieses Ortes zu leben. Aha. Man gewöhnt sich wohl daran. Ja, vielleicht. Auf der anderen Seite ist es hier einfach wunderschön. Wie kann man hier nicht leben wollen? Boah. Wo wir gerade von wunderschön sprechen. Dies sind die Wächtersteine. 3 der 13 uralten Findlinge, die überall in Himmelsrand zu finden sind. Aha. Na los, seht selbst. Ich will vor allem erstmal diesen Ausblick hier genießen. Wow. Guckt euch das an. Herrlich hier. Wow, habt ihr den Wolf da hinten gesehen? Aber jetzt gucken wir uns erstmal die Steine an. Der Diebesstein. Wer unter dem Zeichen des Diebes steht, lernt alle Heimlichkeitsfertigkeiten 20% schneller. Du kannst nur den Segen eines Zeichens auf einmal haben. Aha. Magierstein. Wer unter dem Zeichen des Magiers steht, lernt alle Zauberfertigkeiten 20% schneller. Aha. Und der Kriegerstein. Wer unter dem Zeichen des Kriegers steht, lernt alle Kampffertigkeiten 20% schneller. Ja, ich würde mal sagen, kämpfen und uns verteidigen zu können, ist am Anfang das Wichtigste. Also nehme ich dieses Zeichen mal an. Ein Krieger. Gut. Diese Sterne werden euch zu Ehre und Ruhm geleiten. Wow. Interessant. Geht's weiter? Alles klar. Weiter geht's. Oh, guck mal. Das ist alles so schön hier. Denkt daran, das hier ist kein Sturmmantelgebiet. Wenn wir vor den Neuigkeiten aus Helgen eingetroffen sind, sollten wir keine Probleme bekommen, solange wir keine Dummheiten machen. Aha. Falls wir auf kaiserliche Truppen stoßen, überlasst ihr das Reden mir, verstanden? Alles klar. Wow. Wölfe. Keine Sorge, wir tun euch nichts. Wir tun euch nichts, wir sind ja schon weg. Specht. Ich bin froh, dass ihr euch entschlossen habt, mit mir zu kommen. Wir sind schon fast in Flusswald. Super. Also ich kann deine Schwester verstehen, dass sie hier wohnen möchte. Es ist einfach nur schön. Da sind Häuser. Wow. Und da ist die Mühle, von der er geredet hat wahrscheinlich. Ist das schön hier. Anscheinend weiß hier noch niemand, was passiert ist. Kommt! Gerdur arbeitet vermutlich gerade in ihrer Säge. Was ist denn nun schon wieder, Mutter? Der war groß,
wie ein Berg und schwarz wie die Nacht. Er ist über das Hügelgrab geflogen. Drachen? Also bitte, Mutter. Wenn es so weitergeht, wird euch bald jeder in der Stadt für verrückt halten. Und ich habe Besseres zu tun, als mir eure wilden Fantasien anzuhören. Ihr werdet schon sehen, es war ein Drache. Oh, da hinten braucht läuft er. Etwas? Ja. Nein, danke. Ja, sie hat den Drachen schon ganz richtig gesehen. Bald werden ihr wahrscheinlich alle glauben. Ah, ist das Gerdur da hinten? Gerdur! Bruder, bei ja. Maras Gnade, es ist schön, euch zu sehen. Aber schwebt ihr hier nicht... Gerdur! Wir haben gehört, dass sie Ulfric geschnappt haben. Gerdur, mir geht es gut. Jetzt zumindest. Seid ihr verletzt? Was ist passiert? Und wer ist das hier? Einer eurer Kameraden? Noch kein Kamerad, aber ein Freund. Ich verdanke ihm sogar mein Leben. Können wir uns irgendwo ungestört unterhalten? Wir wissen nicht, wann die Neuigkeiten aus Helgen die Kaiserlichen erreichen werden. Helgen? Ist etwas passiert? Ihr habt recht. Folgt mir. Hort, kommt doch mal kurz her. Ich brauche eure Hilfe. Was ist, gute Frau? Ist Sven schon wieder betrunken zur Arbeit erschienen? Hort, kommt bitte mal her. Arnoff, was macht ihr denn hier? Ich komme gleich runter. Ein richtiger Holzfällerbetrieb hier. Oh, ist das schön hier. Guck mal, der Adler da oben. Wow. Onkel Ralof, zeigt ihr mir eure Axt? Wie viele Kaiserliche habt ihr getötet? Kennt ihr wirklich Ulfric Stormmantel? Seid still, Frodner. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für eure Spielchen. Geht und behaltet die Straße nach Süden im Auge. Sagt uns Bescheid, wenn kaiserliche Soldaten im Anmarsch sein sollten. Och Mama, ich will noch hier bleiben und mit Onkel Ralof reden. Schau mal einer an. Ihr seid ja schon fast ein richtiger Mann. Bald werdet ihr euch selbst am Kampf beteiligen. Ganz richtig. Keine Angst, Onkel Ralof. Ich passe schon auf, dass sich keine Soldaten an euch heranschleichen. Na super. Aufgewecktes Kind. Also, Ralof, was ist los? Ihr zwei seht ziemlich mitgenommen aus. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich zuletzt geschlafen habe. Wo soll ich anfangen? Nun, es stimmt, was man euch über Ulfric berichtet hat. Die Kaiserlichen haben uns außerhalb von Dunkelwasserkreuzung in einen Hinterhalt gelockt, als hätten sie genau gewusst, wo wir sein würden. Das ist jetzt 2 Tage her. Heute Morgen machten wir in Helgen Halt. Und ich dachte schon, es wäre vorbei. Sie hatten uns vor dem Block des Scharfrichters aufgereiht, um uns die Köpfe abzuhacken. Ja. Die Feiglinge. Die würden Ulfric doch niemals einen fairen Prozess zugestehen. Eine Anklage wegen Hochverrats, weil er für sein eigenes Volk gekämpft hat. Ganz Himmelsrand hätte dann die Wahrheit erkannt. Aber dann, wie aus dem Nichts, griff ein Drache an. Doch nicht etwa ein richtiger, lebender... Ja. Ich kann es selbst kaum glauben. Doch. Und ich war dort. So seltsam es auch klingen mag. Ohne diesen Drachen wären wir jetzt tot. In all dem Chaos konnten wir entwischen. Sind wir wirklich die Ersten, die es nach Flusswald geschafft haben? Niemand sonst ist heute die Straße nach Süden hochgekommen, so viel ich weiß. Gut. Vielleicht können wir hier eine Weile unterkommen. Ich bringe eure Familie nur ungern in Gefahr, aber... Unsinn. Ihr und eure Begleitung könnt hier bleiben, solange ihr wollt. Danke. Lasst die Kaiserlichen nur meine Sorge sein. Ein Freund von Ralof ist auch mein Freund. Hier ist der Schlüssel zum Haus. Bleibt so lange, wie ihr wollt. Boah, vielen Dank. Wenn ihr sonst noch etwas braucht, dann fragt einfach. Alles klar. Nehmen? Bietet sie mir das jetzt gerade an, oder was? Also Zaubertränke nehme ich immer gerne. Und so ein Dietrich? Ich kann ihr doch nicht ihre Ringe wegnehmen. Och, Essen.
Eine leckere Käseecke und so ein halber Laib Brot. Oh, und dazu so ein Nordmeat zum Runterspülen. Sehr gut. Vielen Dank. Es gibt da etwas, was ihr für uns tun könntet. Ja. Für uns alle hier. Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Sehr gerne. Danke, Schwester. Ich wusste, dass auf euch Verlass ist. Ich sollte mich jetzt wieder an die Arbeit machen, ehe mich jemand vermisst, aber... Ist sonst noch jemand entkommen? Hat Ulfric... Keine Angst. Ihm ist bestimmt die Flucht gelungen. Hoffentlich. Es braucht schon mehr als nur einen Drachen, um Ulfric Sturmmantel zu stoppen. Ich werde sie ins Haus bringen und ihnen zeigen, wo alles ist. Ihr meint wohl, ihnen helfen, unseren Mehl zu trinken. Viel Glück, Bruder. Wir sehen uns später. Macht euch um mich keine Sorgen. Ich weiß, wie man sich bedeckt hält. Na dann, Gerdo? Ich helfe gerne, wie und wo ich nur kann. Wie komme ich denn eigentlich nach Weißlauf, um dem Jarl zu unterrichten? Überquert den Fluss und reist dann nach Norden. Ihr werdet Weißlauf auf dem Hügel sehen, wenn ihr an den Wasserfällen vorbeikommt. Alles klar. Könnt ihr mir noch irgendwas über den Jarl erzählen, was ich wissen sollte? Jarl Balgruuf? Ich möchte ja nicht respektlos erscheinen. Schließlich hat er sich in Weißlauf jahrelang als guter Herrscher erwiesen. Aber jetzt scheint er überfordert zu sein. Er versucht, sich aus dem Krieg herauszuhalten, aber das wird nicht mehr lange funktionieren. Er wird sich für eine Seite entscheiden müssen. Ich fürchte, er wird die falsche Wahl treffen. Oh, warum? Ist er dem Kaiserreich treu ergeben, oder? So würde ich das nicht sagen. Aber er und Ulfric sind einander schon seit Jahren Spinnefeind. Und Balgruuf wird sich deshalb wohl leider auf die Seite des Kaiserreichs schlagen. Aber es fällt mir schwer zu glauben, dass Balgruuf statt Ulfric Elisef bevorzugen würde. Oh, so viele Namen. Wer ist denn jetzt diese Elisef? Sie ist wohl jetzt Jarl Elisef. Sie hatte den obersten König Torrik geheiratet, kurz bevor Ulfric ihn tötete. Das Kaiserreich unterstützt ihren Anspruch auf den Titel der Großkönigin. Ich habe eigentlich gar nichts gegen sie. Es ist ja nicht ihre Schuld, dass ihr Gatte Torrik sich vom Kaiserreich hat kaufen lassen. Aber sie ist nichts als eine Marionette des Kaiserreichs, nun da Torrik tot ist. Ulfric wird dafür sorgen, dass sie niemals als Großkönigin den Thron besteigt. Harte Anschuldigung gegen die Obrigkeit. Und Ulfric hat also den Großkönig wirklich getötet? Manche sagen ermordet. Aber es war eine legitime Herausforderung, gemäß unserer Bräuche. Ulfric schimpfte ihnen einen Verräter an Himmelsrand. Und hat ihn in einem Duell getötet. Wenn Torrik nicht imstande war, seinen Thron zu verteidigen, hat er es auch nicht verdient, Großkönig zu sein. Also gibt's momentan tatsächlich gar keinen Großkönig? Nein, so lange nicht, bis die Volksversammlung einen anderen bestimmt. Und die wird so lange nicht zusammentreten, bis eine der beiden Seiten den Krieg gewonnen hat. Aber macht euch keine Sorgen, Ulfric ist unser rechtmäßiger Großkönig. Er wird das Kaiserreich verjagen und Himmelsrand wird endlich wieder Ruhe haben. Wenn ihr das sagt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Der nächste Kaiserliche, den ich sehe, ist tot. Warum solltet ihr eigentlich hingerichtet werden, Ralof? Das wisst ihr wirklich nicht. Nein? Das war Ulfric Sturmmantel höchstpersönlich. Ich bin nicht so auf dem aktuellen Stand der Ereignisse hier, leider. Ach, richtig. Es hieß, man habe euch beim Überqueren der Grenze gefangen genommen. Genau. Dennoch überrascht es mich, dass ihr noch nicht von Ulfric gehört habt. Er ist unser Anführer. Der Anführer der Sturmmäntel. Und wer sind diese Sturmmäntel? Selbst da unten in Sirodi-Il müsstet ihr doch von dem Krieg in Himmelsrand gehört haben. Nein. Wir Nord haben es satt, unser Blut zu vergießen, um die Schlachten des Kaiserreichs zu schlagen und die Dekadenz des Kaiserreichs mit unseren Steuern zu finanzieren. Ulfric ist unser rechtmäßiger Großkönig. Er führt den Kampf an, um das Kaiserreich ein für allemal aus Himmelsrand zu vertreiben. Und wie seid ihr zu kaiserlichen Gefangenen geworden dann? Ich war Ulfrics Leibwache zugeteilt.
Wir waren unterwegs nach Dunkelwasserkreuzung, im Süden von Ostmarsch. Die Kaiserlichen haben uns schon erwartet. Ein schön eingefädelter Hinterhalt. Wir waren mindestens 5-1 in der Unterzahl. Ulfric befahl uns, den Kampf einzustellen. Wollte wohl nicht, dass wir alle umsonst sterben. Ich dachte, sie würden uns südwärts bringen, nach Syrodiil. Uns vor dem Kaiser zur Schau stellen. Aber dann haben wir in Helgen Halt gemacht und den Rest kennt ihr ja. Ja. Oh, hey, wer bist du denn? Süß. Und ihr meint wirklich, ich soll mich diesem Ulfric Sturmmantel anschließen? Und ob. Genau wie alle wahren Söhne von Himmelsrand. Ihr solltet mich nach Windhelm begleiten und euch dem Kampf um die Befreiung Himmelsrands anschließen. Ihr habt hier und heute das wahre Gesicht des Kaiserreichs gesehen. Wenn irgendjemand weiß, was das Erscheinen des Drachens bedeutet, dann Ulfric. Alles klar. Und ihr meint, Ulfric weiß, woher dieser Drache gekommen ist? Vielleicht nicht. Drachen wurden in Himmelsrand schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesichtet. Aber wo auch immer dieser Drache herkommt und was auch immer er will, Ulfric wird der Sache auf den Grund gehen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Außerdem habt ihr jetzt selbst eine Rechnung mit dem Kaiserreich zu begleichen und mit diesem Drachen. Das stimmt wohl. Gut gesprochen, Ralof. Vielleicht werde ich tatsächlich nach Windhelm gehen. Das will ich hoffen. Himmelsrand braucht Leute wie euch, die für seine Freiheit kämpfen. Kommt, wir sollten uns beeilen. Ich helfe gerne, wie und wo ich nur kann. Na dann. Habt ihr wirklich einen Drachen gesehen? Und wer seid ihr, Schönheit? Was kann ich für euch tun? Habt ihr in letzter Zeit irgendwelche Gerüchte gehört? Habt ihr diesen Schrein von Azura gesehen? Nein. Es heißt, die Dunkelelfen hätten ihn nach ihrer Flucht aus Morrowind gebaut. Ziemlich beeindruckend. Danke. Ich gehe dann mal wieder. Schönen Tag euch. Und ihr? Ob ich euch mit Sven habe reden sehen? Mich? Vielleicht nicht. Vielleicht... Ach, egal. Aber ich an eurer Stelle würde mich von ihm fernhalten. Aha. Flusswald ist schon ganz in Ordnung. Für ein Dorf der Nord. Was habt ihr denn für ein Problem mit diesem Sven? Er ist ein Barde, sagt er zumindest. Oh. Manchmal findet er auch Zeit, seine Arbeit hier in der Mühle zu erledigen. Er glaubt, seine Balladen und Sonette würde Camilla Valerius dazu bewegen, ihn zu heiraten. Als ob sie ihm jemals das Ja-Wort geben würde. Eine intelligente und wunderschöne Frau wie sie würde niemals auf diesen Unsinn reinfallen. Unsinn? Hoffe ich. Ah, wie gut, dass ich auch Bade bin. Und ihr hofft? Das klingt nicht wirklich sicher. Ich habe nachgedacht. Aha. Vielleicht braucht Camilla einen kleinen Anstoß, um Sven als denjenigen zu sehen, der er wirklich ist. Könntet ihr ihr diesen Brief geben und ihr ausrichten, er sei von Sven? Ich glaube, ich habe die mangelnde Intelligenz dieses Nord perfekt getroffen. In Ordnung, also hinterhältig sind wir gar nicht, hä? Fendals Brief zu Camilla, optional erzähle Sven von Fendals Brief. Ja, Barden müssen zusammenhalten, würde ich sagen, oder? In diesem Sinne. Lebt wohl. Lebt wohl. Na, dann gucke ich mal, ob ich diesen Sven nicht irgendwo finde. Ja. Was für ein wundervolles kleines Dorf. Super. Hallo. Schön. Hallo. Eine Schmiede? Wow. Was haben wir hier noch? Ach, hier bin ich vorhin reingekommen. Puppen zum Üben und eine Ente. Hallo, Ente. Ente, Ente, Ente. Was für unten Schwan, schaut mal. Oh, hier üben die Dorfbewohner wohl. Wie unglaublich schön. Ja. Yep.
Hier wohnen auch noch... Also hier würde ich mir tatsächlich auch ein Haus gefallen lassen, ne? Was für ein schönes kleines Dörfchen. Seid ihr? Sigrid. Fremde sehen wir hier in Flusswald nicht oft. Schönheit. Lauter Schönheiten hier in diesem Dorf. Ja, Verzeihung. Hab ich wohl mit seiner Frau geredet. The Sleeping Giant Inn. Zum schlafenden Riesen. Wer seid ihr? Sven! Ihr seht aus, als wärt ihr auf Reisen. Jemand, der ferne Orte gesehen und neue Geschichten gehört hat. Fandal wollte, dass ich Camilla diesen Brief überbringe und ihr sage, er sei von euch. Was denn? Der Elf versucht sich am Betrug? Wie schockierend. Als würde ich so ein hohles Geschwätz schreiben. Na? Wie wäre es, wenn wir den Spieß für Fandal umdrehen? Hier! Ich musste einfache Wörter verwenden, aber dieser Brief dürfte Camilla davon überzeugen, dass er von ihm ist. Genau mein Humor. Ich habe übrigens einen Drachen in Helgen gesehen, falls ihr ein Lied darüber schreiben wollt oder so. Ich habe gehört, ihr seid Barde. Wirklich? Ja. Dann ist meine Mutter vielleicht doch nicht verrückt. Ganz sicher nicht. Das solltet ihr am besten dem Jarl in Weißlauf erzählen. Er muss davon erfahren. Ja, ich bin schon auf dem Weg dahin. Ich gehe dann mal wieder. Ja, und euch habe ich ja versprochen, dass wir in dieser Folge noch eine kleine Kostprobe von meiner Badenkunst bekommen werden. Also, Sven, du bist Bade, ich bin Bade. Wo gehören wir hin? Ich würde sagen, wir gehen mal in die Taverne, oder? Nichts wie rein hier. Ordner, hört ihr zu? Es ist schwierig, das nicht zu tun. Das Bier wird schlecht. Wir werden Nachschub brauen müssen. Habt ihr mich gehört? Ja, das Bier wird schlecht. Ihr habt offenbar doch keine Kartoffeln in den Ohren. Sorgt nur dafür, dass wir bald Nachschub bekommen. Was für eine Unterhaltung. Was für eine schöne Taverne. Sogar mit einem Wandteppich an der Wand. Nicht schlecht, Fellen. Schön. Und schön warm ist es hier. Und wer seid ihr da hinten? Hm? Vayner. Ja? Was verkauft ihr? Dann wollen wir diesen Hunger doch stillen, hm? Ach, ihr seid eine Schankmaid. Hast grad Pause, hä? Ja, komm, so ein Nordmet, ja, Honigbräumet haben wir, ne? Dann würde ich jetzt mal hier so 2,36, genau. Das ist vielleicht ein bisschen viel für den Anfang. Ich begnüge mich mit 2, ja? Oh, Redekunst verbessert. Bis zum nächsten Mal. Ja, neue Stufe. Na dann, erhöhen wir doch direkt noch hier die Stufe. Wenn du eine Stufe aufsteigst, musst du dich entscheiden, ob du deine Gesundheit, Magika oder Ausdauer erhöhen möchtest. Außerdem kannst du ein neues Talent auswählen oder dies zu einem späteren Zeitpunkt tun. Verfügbare Talente werden in den Sternbildern hervorgehoben. Ja, erstmal Gesundheit, ne? Ist immer gut. Und Redekunst. Einkaufspreise sind um 10% niedriger. Alchemie, Illusion. Ich würde gerne... Da, einhändig. Ein bisschen Kämpfen erstmal verbessern. Einhandwaffen verursachen 20% mehr Schaden. Das ist doch super, das nehmen wir doch mal direkt. Zack. So. Erstmal Dollar draufhauen. Da hinten sitzt Sven.
dass der nicht spielt. Das wundert mich. Na, dann würde ich sagen, fragen wir doch mal, ob wir hier spielen dürfen. Oder? Dafür sind wir ja schließlich hier. Ja? Nichts, danke. Ich wollte nur vorbei. Wir haben Zimmer und Essen. Auch Getränke. Ich koche. Mehr gibt's nicht zu sagen. Hallo. Ein Mann der vielen Worte. Braucht ihr ein Zimmer? Sprecht mit Delphine. Ich suche Arbeit, wisst ihr was? Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Töte den Banditenanführer in Lager stehender Strom. Mhm. Und wie sieht's aus, hier als Barde aufzutreten? Geht das? Of course. Sehr gut. Auftritt schlafender Riese. Wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, spielen wir doch mal ein Lied, oder? Dafür sind wir ja schließlich hier. So, normales Let's Play war gestern. Etwas? Dankeschön. Dankeschön. Danke. Geh mal zu Sven. Wo ist denn Sven hin? Da sitzt er. Und? Ihr seht aus, als wärt ihr auf Reisen. Jemand, der ferne Orte gesehen und neue Geschichten gehört hat. Wo habt ihr denn eigentlich gelernt, so schön zu spielen, Sven? An der Bardenakademie in Einsamkeit. Dort werden Barden und Skalden wie ich ausgebildet. Wenn ihr dorthin geht, fragt nach Viarmo. Er ist der Direktor. Danke. Sehr gut. Ich gehe dann mal wieder. Alles klar. Na, dann würde ich sagen, haben wir hier auch nichts mehr zu tun, oder? Kann noch zum Wirt gehen. Wir haben Zimmer und Essen. Auch Getränke. Ja. Ich koche. Mehr gibt's nicht zu sagen. Das weiß ich. Aber, ich bin mit Delphine. Ich bin fertig mit Spielen. Thank you. Here, this is for you. Ich zeige euch euer Zimmer. Hier entlang. Danke. Das ist ja nett. Wenn man hier spielt, bekommt man direkt ein Zimmer. Klasse. Wow. Schön. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Danke. Aber ich will eigentlich noch gar nicht schlafen. Ich wollte eigentlich noch bei, Nichts will ich. Bei diesem Laden vorbei, in den eingebrochen wurde. Endlich wieder draußen. Oh, und es weht ein richtig schönes Abendlüftchen. Guck mal, die Laternen. Herrlich. Jetzt müssen wir nur noch den Laden finden. Der Hund da hinten. Direkt hier.
Ich würde sagen, wir haben den Laden gefunden. Das war ja einfach. Ja, Flusswald Handelskontor. Dann nichts wie rein hier. Nun, einer von uns muss etwas tun. Ich habe Nein gesagt. Keine Abenteuer, kein Drama, keine Diebesjagd. Na, was wollt ihr denn tun, hä? Sagt doch mal. Zu diesem Thema haben wir uns nichts mehr zu sagen. Oh, ein Kunde. Es tut mir leid, dass ihr das mit anhören musstet. Schon in Ordnung. Ach, Camilla. Ja, perfekt. Der kann ich ja dann gleich direkt den Brief geben. Ich weiß nicht, was ihr gehört habt, aber das Flusswald-Handelskontor hat noch geöffnet. Ihr könnt gerne hier einkaufen. Das Flusswald-Handelskontor hat alles, was man sich von einem Gemischtwarenladen wünschen kann. Ich habe tatsächlich was gehört. Ist hier irgendwas passiert? Ja, es gab eine Art Einbruch. Aber wir haben immer ein reichliches Warenangebot. Die Einbrecher hatten nur eins im Sinn. Ein Ornament aus massivem Gold in Form einer Drachenklaue. Ich könnte euch ja gegen vielleicht ein bisschen Entgelt helfen, die Klaue zurückzuholen. Wirklich? Ja? Ich habe noch etwas Geld von meiner letzten Lieferung zu bekommen. Na, perfekt. Es gehört euch, wenn ihr mir meine Klaue zurückbringt. Wenn ihr diese Diebe holen wollt, solltet ihr zum Ödsturz-Hügelgrab nordwestlich der Stadt gehen. Ach, das Ödsturz-Hügelgrab. Das also ist euer Plan, Lukan? Ja, dann braucht ihr jetzt doch nicht mehr zu gehen, nicht wahr? Ach, wirklich? Nun, ich glaube, euer neuer Helfer hier braucht einen Führer. Nein, ich... Ach, bei den Acht. Na schön, aber nur bis zum Stadtrand. Abenteuerlustige Frau, diese Camilla. Gefällt mir. Na, dann folgen wir der doch mal nach draußen, würde ich sagen. Wir müssen durch die Stadt und über die Brücke gehen, um zum Ödsturz-Hügelgrab zu gelangen. Aber von hier aus könnt ihr ihn sehen. Den Berg direkt hinter den Gebäuden. Naja. Bin ich tatsächlich bei meinem Hinweg schon dran vorbeigekommen. Diese Diebe müssen verrückt sein, wenn sie sich dort draußen verstecken. Wieso? Diese alten Gruften stecken voller Fallen, Trolle und was weiß ich noch alles. Ein Huhn. Ja, ich komme ja schon. Geh weiter. Ich frage mich, warum nur Lukans goldene Klaue gestohlen wurde. Ich meine, wir haben doch alles Mögliche im Laden, das genauso viel wert ist. Lukan fand die Klaue etwa ein Jahr, nachdem er den Laden eröffnet hatte. Er hat nie richtig erklärt, woher er sie hatte. Er ist ziemlich durchtrieben. Will sie nicht weitergehen, oder was? Ach, übrigens, Camilla. Hier entlang. Ich habe übrigens, diesen Brief hier noch von Fendal für euch. Von Fendal? Ja. Das ist ja merkwürdig. Er hat mir noch nie geschrieben. Was schreibt er da? Das also hält er in Wahrheit von mir? Nun, ihr könnt diesem langohrigen Esel sagen, dass er nicht mehr in den Laden zu kommen braucht. Er ist hier nicht mehr willkommen. Ich gehe dann mal wieder. Sag ich ihm sehr gerne. Alles klar, Camilla. Du gehst mal wieder und ich bedanke mich fürs Bringen ans Stadttor. Na dann. Gehen wir auch, würde ich sagen, zum Ödsturz-Hügelgrab. Boah, guck mal, die Sonnenstrahlen. Boah. Wir Barden müssen ja schließlich zusammenhalten, ne? Der hinterhältige Elf. Ich gehe einfach mal hier hoch. Ich hoffe, ich bin hier jetzt auf dem richtigen Weg. Boah, diese Augen.
Aussicht. Aber ja, das sieht doch aus, als würden wir hier an der Bergflanke entlang zum Uedstor Zügelgrab kommen. Wow. Leute, guckt euch diese Aussicht an. Wunderschöner Blick auf Flusswald unten. Der Hammer. Oh, was ist das da oben? Guck mal, der Schnee auf den Bäumen. Ganz schön hoch hier. Jemand. Soll ich auch meine Axt ziehen? Hallo? Freund oder Feind? Ah, Freund. Ist das eine Überraschung? Oder auch nicht Freund. Ich werde eure Bauch auf. Ja. Direkt eine neue Stufe erreicht. Dietrich nehme ich sehr gerne mit. Oh, ein Braunbär-Pelzmantel. Ja, den nehme ich doch sehr, sehr gerne. Hier oben ist es reichlich kalt. Den ziehe ich mir auch direkt mal an. Kleidet, finde ich. Und noch einer. Immer gerne. Bier nehme ich auch mit. Höhlenbär-Pelzkapuze. Ja, warum nicht? Und ein Dietrich. Oh, was war das? Ein schwerer Lederrucksack. Die Tragfähigkeit wird um 50 Punkte erhöht. Den nehme ich auch noch sehr gerne mit. Wo ist er denn? Da. 12, 15. Sehr gut. Stahlkriegsspitzhacke. Na, das ist doch mal eine Waffe. Dann kann ich die hier aus den Favoriten entfernen und die hier hinzufügen. Ja, das sieht gut aus. Und dann gucke ich mir diesen unheimlichen Turm noch an. Windet ganz schön hier oben. Gut, dass ich jetzt den Mantel habe. Dietriche. Kupfer. Magika regeneriert sich 25% schneller. Das nehme ich doch auch direkt mit und ziehe es mir direkt mal an. So. Oh, hepp. Hepp. Jetzt wäre ich beinahe vorbeigesprungen. Blinde Banditen. Sind wir schon. Boah, das sieht wirklich beeindruckend aus. Wow, da soll ich rein. Uedsturz-Hügelgrab entdeckt. Na bitte. Gehen wir doch mal hier rein. Ihr gehört mir. Was? Noch mehr Banditen?
Noch einer. Los, versucht doch euch... Schießt einer auf mich. Wo? Hinter mir. Da unten. Das ist aber ein schlechter Schütze. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Hä? Kommt da rum. Hier rum? Ja. Langbogen, ne, habe ich schon einen. Verdammte Banditen, ey. Edelstein, den nehme ich aber sehr gerne mit. Und Dietriche sowieso wieder. Streitaxt. Ne, die ist mir zu groß. Der hat ja mit zwei Händen damit gekämpft. Ich bin eher so der Einhandkämpfer. Ein Bier. Bier ist immer gut. Sagen, nichts wie rein ins Ödsturz-Hügelgrab. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut mal auf meinen Musikkanal, da findet ihr noch sehr viel mehr Musik von mir. Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr auch mal in die anderen Let's Plays reinschaut. Bis zum nächsten Mal, jeden Mittwoch und jeden Sonntag eine neue Folge. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns das nächste Mal im Ödsturz-Hügelgrab.